Hallo da draußen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ich bin der Arthur von Casa Colombia. Worüber ich heute mit euch reden möchte, ist, wie ihr bei eurem Abflug in Europa und bei der Ankunft in Kolumbien mit dem Bargeld bzw. mit dem Devisenwechsel umgeht. Wenn ihr wissen wollt, welche Möglichkeiten es gibt, Euros oder Dollars in Kolumbien zu wechseln, dann gebe ich euch meine folgende Empfehlung. Wechselt eure Währungen beim Abflug nicht zu Hause bei einer Bank oder gar am Flughafen, wo ihr gerade abfliegt. Nehmt euch eine kleine Summe von etwa 50 Euro in Bar mit und bei der Ankunft in Bogotá, Cali oder egal welcher Stadt ihr gerade ankommt, geht dort am Flughafen bei der Ankunft in eine Wechselstube und wechselt diese kleine Summe. Das ist eine Möglichkeit. Ich will euch aber verraten, was ich persönlich immer gemacht habe auf meinen Reisen. Ich bin bei der Ankunft an den Bankautomaten gegangen und habe dort zum Wechseltarif des Tages von meinem Konto eine Summe abgehoben. Das ist nach meiner Erfahrung die sicherste Variante, um hohe Wechselkurse zu umgehen. Später bin ich dann in eine Wechselstube in der Stadt gegangen und habe dort mein Bargeld umgewechselt. Aber aufgepasst, niemals auf der Straße zu einem Händler gehen und dort wechseln lassen. Die Gefahr, Falschgeld oder einen echt schlechten Wechselkurs zu bekommen, ist groß. Es gibt überall in den Städten seriöse Wechselstuben, wie zum Beispiel hier bei Western Union. Es gibt keinen Grund, sich in Gefahr zu begeben. Aufgepasst, eines dürft ihr nicht vergessen. In den Wechselstuben müsst ihr euch ausweisen, also immer euren Pass dabei haben, wenn ihr zum Geldwechseln geht. Also immer aufpassen, wenn man mit Bargeld kommt, nicht zu Hause wechseln beim Abflug, etwas wechseln bei der Ankunft, sehr wenig am Flughafen, das ist die teuerste Rate, geht leider nicht anders, und danach in ein Wechselhaus gehen und niemals auf der Straße Geld wechseln. Alles Gute, meine Lieben.